Au. Oh. Nee, Leute. Moinsen, Stefan ist hier. Herzlich willkommen bei Epic Camping und oder so. Heute machen wir was für die richtigen Camper. Heute machen wir mal wieder Do-It-Yourself. Und zwar sind wir gerade auf dem Deutschlandtreffen in Kirchheim. Und in diesem Zuge habe ich übrigens den Schwager von Stefan bei mir. Und der hält auch was total Abgefahrenes in der Hand. Nämlich so ein kleines Köfferchen von Tomin, Planeback, Innovation für Ladungssicherung. Du wirst dich gerade fragen, was ist das? Das erzählen wir dir. Aua, meine Schulter, jetzt! So, jetzt haben wir uns mal ganz entspannt räumlich ein bisschen verändert und jetzt haben wir noch eine total wichtige Information für dich, nämlich, ey, was haben wir eigentlich vor? Das, was wir vorhaben, ist total easy. Der Schwager von, ist nämlich der Sören, der hat sich da vorne dieses ganze Utensilienpaket schon mal zurechtgelegt. Was da so alles drin ist und was man damit anstellen können, ja, das wollen wir dir natürlich erzählen. Sören, hau mal raus den ganzen Kram und drapier das hier mal auf unserer kleinen Demonstrationsfläche. Hier haben wir einmal als erstes die Kleberolle. Was man damit macht, aua, das sagen wir dir gleich. Da haben wir so ein Cuttermesser. Brett, wo wir mittlerweile sogar wissen, wofür. Das ist nämlich für was? Zum Unterlegen. Wenn du nachher drüber rollst und das festmachen, brauchst ja einen Gegendruck. Widerstand. Handschuhe. Zwei Paar. Das kennen viele von uns von der jährlichen Untersuchung. Jetzt bin ich raus. Putzlappen. Den Kleber und Pinsel. Und 10 mal 1 Meter Flicken. Und dieser Flicken, das wirst du dir wahrscheinlich als geneigter Camper schon denken können, der ist natürlich für was da? Naja, stell dir mal vor, du hast zum Beispiel in deinem Vorzelt oder in irgendwelchen anderen Dingen dieser Art einen Riss. Das passiert ja in den besten Familien, dass da mal so ein Cut reinkommt. Und immer dann, wenn da so ein kleiner Cut reinkommt, was muss man machen? Man muss ihn wieder kitten. So. Zusammenkleben. Schön gesagt. Und jetzt pass auf, ganz wichtiger Aspekt. Wirklich. Dieser Flicken, der da, der ist aus welchem Material? PVC. So, und dann sind wir nämlich auch schon mitten am Thema. Dieses Set, was wir dir jetzt hier vorstellen wollen, um halt so einen Riss irgendwie wieder zu kitten, der ist ausnahmslos eben für PVC. So, wenn du jetzt also so ein Luftvorzelt hast oder irgendwie so, wie heißt das andere, was er erzählt hat? Kentape, Benny, wie heißt das? Tankkarte, das ist ein anderes Material, das habe ich glaube ich zum Beispiel in meiner Rolli oben drin, da ist das nicht das Richtige. Wenn du aber so ein altes Vorzelt, ein altes muss es gar nicht sein, wenn du ein Vorzelt hast aus PVC und das hat einen Riss, dann bist du hier genau richtig. Und wie wir eben gelernt haben, PVC ist halt, sobald es blickdicht ist und diese Tankkarte ist halt nicht blickdicht. Atmungsaktiv. So, darum haben wir den besten Mann auch dabei, wenn wir nicht weiter wissen, so läuft das. So. Und anderem das hier ist auch PVC. Ja, aber da sieht ein Flicken scheiße. Der Faulstreifen ist PVC und da hast du ja auch mal schnell einen Riss drin. Oben das Plastefenster, aber wo da sagen wir, ja, sieht das natürlich doof aus, wenn du da so einen Flicken dran hast. Damit wir das durchzieht. Ja, hat er recht. Mein Schwager ist ein pragmatischer Typ. Damit wir das demonstrieren können, hat uns die Firma Vigo einfach mal etwas zur Verfügung gestellt. Nämlich hier diese kleine Demonstrationsding. Und da nehmen wir einfach mal hier oben den Markisensack. Stell dir mal vor, du bist so auf dem Weg zum Campingplatz. Weiß ich nicht, dein Aufpasser hinten, der dich einweisen soll, der passt nicht so richtig gut auf. Also der wird seinem Namen nicht gerecht. Wäre so einer von uns. So zum Beispiel. Und zack, an so einem Ast oder an so einem Baum vorbei oder an einer Kante irgendwie, bist du froh, dass du den Wohnwagen nicht erwischt hast. Aber zack, oben im Markisensack Riss. Diesen Riss, den werden wir dir jetzt mal demonstrieren. Tschüss. Es geht ja grundsätzlich, das haben wir ja auch gelernt. Immer mehr mittig, weil man wird Sören sonst. Den versteht man super. Aber schön, dass du jetzt mitten reinredest. Was wir ja noch dazugelernt haben bei der Firma Vigo, ist es so, dass die hier zum Beispiel die Oberfläche sonderbeschichtet haben, gegen Schmutz und sowas abweisen, dass es einfach ein bisschen hochwertiger ist. Deswegen sind wir hingegangen und haben natürlich nicht das Muster zerlegt, sondern. Hast du schon gemacht, den Riss? Ja, sicher. Ich bin immer am Baum extra vorbeigefahren. Das heißt, deswegen warst du gerade kurz weg. So, das heißt, ich würde vorschlagen, wir drehen das ganze Ding einfach mal auf links. Ja, wo ist er denn jetzt? Ja, man muss gucken. Hier. Da ist der Riss. So. Da ist der Riss. Das ist schön, Baum dran vorbei und jetzt gucken wir mal. So, was macht der geneigte Camper? Der geht hin, holt sich so Gafferband, also hier so Panzertape oder so. Das hält dann auch für 3,5 Minuten und dann kommt der nächste Schauer, dann ist schon wieder Kacke. Wir machen das hochprofessionell, damit die Firma Vigo uns auch nicht irgendwie auf Dauer böse ist. Das wollen wir ja nicht. Wenn wir denen das Muster zerlegen. Mein Schwager, der guckt sich jetzt mal die Anleitung an und wenn er weiß, wie es funktioniert, dann zeigen wir dir das mal Schritt für Schritt für Schritt. Gib uns 1 bis 18 Minuten. 4 Minuten später. Wir haben den Flicken einfach mal so grob auf Maß geschnitten.
Unkostenspende irgendwas. Wir machen mal die Ecken rund. Das ist natürlich ein super wichtiger Tipp. Ja, Ecken rund machen. Aus welchem Grund, Benni? Die lösen sich nicht so schnell ab. Weil wenn du so eine Spitze hast, ist ja ganz klar, das kann man sich ja denken. Und jetzt wollten wir gerade aufstehen, eine Schere holen. Und da sagte Benni richtigerweise, ist ja Quatsch, du musst doch nicht extra aufstehen. Mach doch einfach hier so auf dem Brettchen mit dem Cuttermesser, machst du es auch schön rund. Und mein Schwager, ja, der kennt da nichts, der hat sich gedacht, hey, beste Mann, gute Idee, so machen wir das. Hat er auch schon wieder direkt eine Legitimation dafür, dass er hier einen schönen, wunderschönen Happy Camping Bierbecher stehen haben darf. Das machen wir jetzt im Zeitraffer. So, jetzt hat er es ordentlich rund geschnitten. Hat auch überall ein bisschen Luft gelassen, dass der Cut aber wirklich ordentlich zusammengedödelt werden kann. Und jetzt geht's daran, nämlich mit auf eine staubfreie Unterfläche legen. Das haben wir hier, ist gewährleistet, weil wir zwei Materialien übereinander haben. Wichtig ist bei dem Kleber aufgrund von Lösemitteln und sowas gute Durchlüftung. Weil ist gegeben. Wenn es jetzt, das wäre nämlich auf Dauer, wenn du das in so einem kleinen 2 Quadratmeter Kellerraum machst, dann machst du das 5 Minuten lang und dann sagst du, ich bin wie Stefan. Heidewitzka Marie. Heute haben wir uns mal recht kostengünstig aus dem Leben geschossen. Eingegeben. Das ist echt, das ist wichtig, ja. Also das muss man schon im Kopf haben. Jetzt nimmt der Handy diese. Gar nicht, wir ziehen ja erstmal die Handschuhe an. Heidewitzka. Weil Safety First. Immer Safety First. Du kommst da erstaunlich gut rein. Du scheinst das also öfter zu machen. Ja, und du drehst dich. Schon wieder. Da musst du es aber auch noch so flatschen lassen. Ach so, meinst du? Ja. Oh. Nee, so machen die Leute immer, ne? So, jetzt, wir haben ja uns ja vorbereitet, das heißt, wir haben die Gebrauchsanweisung gelesen. Schon Farbe. Anscheinend ist Kleber fusselfrei Putzlappen. Fusselfreien Putzlappen haben wir natürlich vorbereitet. Ja, wollt Fusselab machen. Den fusselfreien Stoffklappen oder was? So, und damit erstmal fusselfrei machen. Bis hierhin, würde ich sagen, gut gemacht, ne? Jetzt weiß er nicht weiter. Klar, Kleber, immer Kleber. Kleber macht das schon. Ich erkläre mal ganz kurz übrigens den Hintergrund dieser ganzen Geschichte. Es war nämlich so, dass jemand mit uns Kontakt aufnahm. Und zwar jemand von der Firma Thomin. Das ist eine Firma, die baut halt diese ganzen Reparatursets. Allerdings ursprünglich für Lkw-Plan. Und bei denen, das klappt super, kam man dann auf die Idee, zu sagen, Mensch, es gibt doch auch beim Camping wahrscheinlich ganz viel Bedarf eben für Reparaturen der kleineren bis mittelgroßen Art. Und genau das wollen wir jetzt hier an dieser Stelle mal mit ganz viel Schmackes und einer gewissen Freude demonstrieren. Was malst du jetzt? Ich weiß nicht, ich habe aber gerade überlegt, wenn ich mir den doch vorher anzeichne, weil ich ja mit dem Kleber einreiben muss, weiß ich ungefähr wie weit. Ja, aber das, dann hast du ja da so ein ja, Filz, kannst du ja nachher wieder wegmachen. Filzstück geht weg? Das Kulli geht auch weg. Vielleicht nicht direkt, aber später. Wechsle ich raus. So, wir legen diesen Klotz drunter, dieses Brettchen drunter. Dann stand was Kleber auf. Kleber drauf, beidseitig. Pinsel, flicken. Flicken ist hier. Staubfrei? Klar. Was denkst du denn? Jetzt gucken wir mal hier. Wie dick muss man das jetzt machen? So, das hält. Ja, bei den LKW-Planen, da wird das verschweißt. Ja, das ist so ähnlich wie Schweißen. Ja, du kannst ja auch mit. Oh, es riecht gut. Mit dem Heißluft führen. Das hebt die Stimmung, vor allem bei dem Wetter. Und jetzt muss man das also dünne drauf schmieren. Schmieren ist immer gut, oder? Muss man das nicht komplett oder nur drumrum? Ich mache ja flächig hier. Ich fange ja erstmal irgendwo an. Wir haben natürlich hier auch 1170 Grad, das ist natürlich schon mächtig warm. Ah, übrigens, Grad ist auch wichtig bei der Anleitung gestanden. Am besten anzuwenden bei 20 bis 60 Grad. Ja. Da haben wir gesagt, ohne jetzt wirklich aufs Thermometer zu schauen, zwischen 20 und 60 sind wir, kann also nur gut werden. Wahrscheinlich. Sind so mittendrin. So, jetzt haben wir 30. Gesagt, jetzt machen wir das da auch. Dann nehmen wir uns den Zettel, den wir ja vorbereitet haben. Und machen mal das gleiche nur andersrum. Muss dann auch mit dem Uhrzeigersinn und beim anderen war gegen Uhrzeigersinn. Das ist wichtig, damit die Komponenten sauber ineinander geraten. Wie so Zahnräder. Kannst du ja nicht irgendwie Lappenkram machen. Damit habe ich Rücken vor dem Wasserschiene. Ich bin schon, ehrlicherweise bin ich auch völlig überrascht, dass du so wahnsinnig wenig stöhnst.
Obwohl du dich echt gut verbiegst. Das tut so weh. Aber ich finde, der Kleber, der macht das Übriges. Ehrlich, erst ablüften lassen, oder? Ja, stand da 3 bis 5 Minuten. Aber das aber ist immer auch. Den besten Mann dabei zu haben, ist gut. Hey, ich sag lassen wir das. Benni, beste Mann. Ablüften heißt wenn das? Und aber. Ablüften heißt das. Dass das Lösemittel rausgeht. Ja. Gut, dann lassen wir es ablüften und dann holen wir euch wieder dazu, ne? Und weiter geht die wilde Wurz. Jetzt haben wir so ein bisschen gewartet. 5 Minuten waren es nicht, aber es gibt eine Möglichkeit, das zu testen. Nämlich? Anpacken und es klebt nicht mehr. Aha. Aber ist das nicht schlecht, wenn es nicht mehr klebt? Doch, klebt er jetzt gleich wieder. Wie? Keine Ahnung. Nein, mach hier, faltenfrei. Dafür haben wir doch die Rolle. So, dafür auch wieder dieses Brett drunter. Weil sonst würde es ja auf Gras rollen. So. Jetzt hat er das herangerollert und jetzt natürlich noch eine ganz total super duper entscheidende Frage, nämlich, du sag mal Fachmann, wie lange muss denn das jetzt trocknen? Bis fertig ist. Maximal 24 Stunden. Und minimal, weil manchmal muss es ja schnell gehen. Stell dir mal vor, du bist auf so einem Campingplatz, weißt du, irgendwie, oh, willst wieder los, nächste Pizzeria oder was? Ich denke, wir fummeln da in einer halben Stunde mal dran rum und gucken, was passiert. Das heißt, wenn wir es in einer halben Stunde, wenn das ein Fest ist, dann ist gut. Wenn wir es abziehen können, ohne weiteres, wenn, dann... Wenn wir es nicht abziehen können... Hat gut gemacht. Und wenn wir abziehen können, geht das Video eh nicht online. Ne, dann machen wir neues. Gut. Dann ziehen wir nach 2 Stunden ab und dann bauen wir so auf. Dann kommen wir gleich wieder. Also. Tschüss. Tschüss. So, halbe Stunde später. Ja, jetzt haben wir mal gedacht, ey, das kann ja so lange nicht dauern, weil das soll ja so ein super duper Teufelszeug sein. Und jetzt versuchen wir mal, diesen Flicken wieder von der ursprünglichen Unterlage abzulösen. Und wir sehen, ja, jetzt hat er seine Morgen davor, wir sehen fest wie Hulle. So. Und so soll es sein, oder? Das ist das jetzt innen, ne? Das ist jetzt innen. Das ist echt nicht schlecht. Ist das gut? Ich würde sagen, ja. Ja, ist auch super. Vor allen Dingen so einfach sogar wir können das. Und das ging ja nun wirklich, das hätte auch ich hingekriegt, oder? Ich dachte im Vorfeld, das wäre ein bisschen kompliziert, deswegen habe ich mir aber so einen Semifachmann rangeholt. Das war jetzt aber sehr weit hergeholt. Ja, aber nichtsdestotrotz sollten wir ja eins tatsächlich festhalten, nämlich, das ist eine ziemlich coole Möglichkeit, um defekte Vorzelte, Markisen, Sackmarkisen, Halterungsdinger, ist ja völlig Wurst. Hauptsache, das wiederhole ich an der Stelle nochmal, PVC, um das ganz flottig wieder richtig in Schuss zu kriegen. So, und wenn du jetzt sagst, ey, Mensch, ich habe doch auch so einen Riss in meinem Vorzelt. Und im Zweifelsfall ist das sogar von hier mit PVC, dann verlinke ich dir doch einfach mal hier unten in der Videobeschreibung die Kontaktdaten von der ganzen Sache. Das ist nämlich die Firma Tomin GmbH in Bispingen, das ist oben irgendwo bei Hamburg, glaube ich, oder? Mhm. Ja. Ist das das, Melli? Ja. Sensationell. Das heißt, da hast du auch schon sympathische Menschen dabei. Und ich zeig dir das einfach mal. Sieht man das jetzt? Ja, bestimmt, oder? Zipp. E-Mail-Adresse und da kommt alles rein in die Videobeschreibung. Und jetzt sage ich, hey, Schwager von, hast du ganz grandios rumgekriegt. Wir hatten aber auch hochqualifizierte Unterstützung vom besten Mann. Danke. Definitiv bester Mann. Und jetzt sagen wir, hey, ziemlich cool, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses kleine Video. Und dann sagen wir bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Herzlich willkommen bei Happy Camping und oder so.